Die Chancen für einen Tankzuschuss stehen weiter hoch. Das kündigte Finanzminister Christian Lindner im ZDF an. Der FDP-Chef glaubt, dass die Ampel trotz Kritik der Grünen seinem Vorschlag zustimmen werde. Richtwert für den Tankrabatt sollen 2 Euro sein. Ein fixer Krisenrabatt könnten 30 bis 40 Cent betragen, so Lindner. Abgerechnet werden sollen nicht über einzelne Tankquittungen, sondern über die Mineralölfirmen. Auch beim Heizöl könne man noch etwas machen, allerdings nicht längerfristig. Steigende Weltmarktpreise könnten, so der Finanzminister, nicht auf Dauer mit Steuergeld subventioniert werden.